Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Torsten-Akatute beim Clan Royals and Rice. Ja, warum bin ich eigentlich hier? Der ein oder andere hatte heute oder beziehungsweise am Wochenende mal gefragt, Tuto, warum bist du nicht mehr bei Imposant? Ja, da wäre ich auch gern geblieben, aber ich muss sagen, das war auch meine Schuld. Ich bin so ein bisschen vulgär geworden in irgendeiner Nacht, wo du so denkst, naja, 2 Uhr nachts, da sind nur noch Männer on, da kannst du auch mal so einen vulgären Spruch rauslassen. Dem war leider nicht so und als ich dann wieder eingeloggt habe, war ich leider gekickt. Ich hatte zwar noch kurz vorher einen sorry getippt, Mensch, ist mir ja gerade mal so rausgerutscht, aber man hatte keine Gnade mit mir. Man hätte mich zwar wieder aufgenommen, aber dann habe ich natürlich so ein bisschen Berührungsängste und denke immer, ah, hier muss ich mit deinen krummen Sprüchen zurückhalten. Und deswegen bin ich kurzfristig in diesen Clan hier reingeraten. Also es ist der Clan Royals and Rice. Also ich bin hier bei den Königlichen. Und hier heißt es auch Royals and Rice, Stärke, Zusammenhalt, Ehre ist, was uns bindet. Rice is the Rices. Ist ein komischer Spruch, aber erhebt euch hier mit diesem Clan hier, so heißt es eigentlich wörtlich übersetzt. Und ich habe hier tatsächlich, man glaubt es kaum, ich hätte es nicht für möglich gehalten, eine kleine Schlüsselrolle gespielt. Denn im letzten CK hier, ihr seht das, Warlock hier, haben wir gewonnen. 45-45 prozentual. Wie es aber dazu kam, ja, gehen wir einfach mal rein. Wir gucken uns natürlich den Gegner an. Also meine Base hat irgendwann 3 kassiert. Sie ist aber erstmal mit 2, hier unten bin ich, stehen geblieben. Und gucken aber einmal auf das Gegnerherz. Und hier haben etliche nicht angegriffen. Also es hat mich ein bisschen geärgert, dass ich hier war. Denn ich habe mich hier nur halb wohl gefühlt. Ich muss es auch mal ganz, ganz ehrlich sagen. Also eigentlich habe ich mich hier wohl gefühlt. Aber es gibt auch Momente, da fühlst du dich nicht wohl. Denn die ersten Momente waren so nach dem Motto, wenn ich hier eine Frage stelle, dann erwarte ich innerhalb von 20 Stunden auch eine Antwort. Das war nicht so. Also meine erste Frage war eigentlich an diesen Clan hier, warum hier die Clanbogen befüllt werden mit Truppen, die überhaupt nicht an den Clanbogen stehen. Also bei mir steht ja eigentlich immer dran Drache, Baby, Loon, glaube ich. Also diese Dreierkombi nehme ich immer, gerade Drache, Baby, greift einfach alles an, ob Erd oder Luft. Der Loon greift natürlich nur Bodentruppen an, aber der ist dann halt mal nur so da drin. Und es waren hier in allen Clanburgen, ich hatte mir alle angeschaut, es waren in allen Clanburgen die gleichen Truppen drin. Also so ziemlich die gleichen. Es können ja nicht die gleichen von der Anzahl drin sein, aber irgendwo wurde hier immer irgendwas gegeben. Immer das gleiche. Hexe, Valkyre, Ballon und noch irgendwas. Wobei ich nur per Luft angegriffen wurde und da kommt natürlich keine Valkyre raus. Also habe ich es mal hinterfragt. Ganz, ganz vorsichtig, so nach dem Motto, ah Leute, bei mir stand ja was ganz anderes drin, warum habe ich denn diese Truppen drin? Und mir wurde dann nach 24 oder 36 Stunden immer noch nicht geantwortet darauf. Meine nächste Frage war dann natürlich hier im Clankrieg, hallo Leute, ich bin's, der Thorsten, welche Nummer soll ich denn eigentlich angreifen hier im CK? Dann kriege ich hier 10 Stunden keine Antwort, da habe ich natürlich gedacht, naja, 10 Stunden, der Clankrieg geht ja noch lange genug, also greifst du erstmal nicht an, hast du noch 10 Stunden Zeit, um auf eine Antwort zu warten. Also das ist so ein bisschen mau hier, muss ich sagen. Die Kommunikation findet hier sehr spärlich statt. Sie hat dann irgendwann stattgefunden, was dann zum Ende des CKs war. Also so 2-3 Stunden vorher fing dann plötzlich an, hier ganz, ganz viele fröhlich zu plaudern und über diesen CK hier auch mal so ein bisschen zu diskutieren. Während dieser Zeit kamen hier etliche Leute rein, raus. Also man möchte hier ganz gerne eigentlich Member jenseits der Level 100 haben. Kann ich auch so ein bisschen verstehen, denn hier sind in diesem Tag hier so viele rausgeflogen. Also ich musste mich so ein bisschen wundern. Und wir gucken hier nebenbei einfach mal so ein paar Angriffe. Ich werde so ein bisschen kommentieren hier. Der Paranoia 66, ich glaube, das ist auch der Leader hier. Also eigentlich ist es ich fand es letztendlich, finde ich es hier in Ordnung. Also wer damit zurechtkommt, dass es oftmals keine Antworten auf Fragen gibt und sich damit abfindet, dass er so ein bisschen selbstständig hier handeln muss, alles in Ordnung. Ich habe dann ja auch irgendwann selbstständig meine erste Nummer hier gemacht, mit dem Avatar, der zu dem Zeitpunkt immer noch nur 230 Truppen hatte, kein Fries auf 235, also so ein bisschen vermindert, habe ich es immer so genannt. Ah, das ist so ein, ich benenne mich ja gerne so Neuner mit einem Zauber mehr. Ja, mehr habe ich ja noch nicht. Okay, ich habe jetzt 2 Ebola und habe auch
Hab auch immerhin die fünf Zauber, aber der Fries ist noch auf 1, also so eine Base, Rathaus 10, Maxed Out, Infernus und so. Das wisst ihr selber. Da tut man sich schwer, auch mit 30er Helden. Und so habe ich dann irgendwann selber entschieden, welche Nummer ich mache. Zeige ich euch aber gleich. Und am Ende wurde es dann ja nochmal richtig, richtig eng hier. Und das hat mich besonders, ja, It's Ego, hat mich besonders gefreut, dass so eine kleine Schlüsselrolle übernehmen konnte. Denn ich habe extrem lange gewartet mit meinen Angriffen hier, weil einige haben ja auch gar nicht angegriffen. Es gibt ja also zwei Elfer. Ich habe mir heute Abend auch sagen lassen, ist eigentlich ein Account, also ein Mensch, der hinter den Account steckt, der gar nicht angegriffen hat. Das ist natürlich doof. Und deswegen habe ich mich als erstes hier nötigen lassen zur 15, zu diesem hier. Also, ihr seht hier meine Armee, das ist ein Rathaus 10 mit Zweier oder mit Zweier Bolern und fünf Zaubern. So muss ich es einmal sagen. Habe mich dazu entschieden, dass ich hier einen Bolerkampf mache mit Heiler. Das immer größer machen. Also hier unten über die Flanke hier erstmal in diese Base rein. Und ich habe mich, ja, ich habe einen Heilzauber mitgenommen, weil diese Base hatte natürlich kein Inferno. Also kann ich irgendwo Truppen durchheilen. Ich habe erst gedacht, drei Wut, zwei Sprung oder doch ein Freeze, aber habe dann gedacht, nee, komm, dann nimmst du mal einfach ein Heil mit. Ich glaube, das ist an der Stelle das bessere Mittel und bin hier natürlich gut mit meiner Meute in die Base reingekommen, auch wenn die Loons hier so ein bisschen fallen lassen. Aber ich habe hier richtig viele Heiler am Start und jetzt auch richtig viel in der Mitte mit den Riesen hier, die ich angefordert hatte. Also Anforderungen, das ist ja alles top. Keine Frage, du forderst, du bekommst. Genauso habe ich auch immer gegeben und genommen, also auch vor allen Dingen gegeben. Ich habe immer sehr, sehr viel nachgebaut, weil ich echt nicht wusste, wo bist denn hier eigentlich dran? Und war ja noch in einem anderen Clankrieg. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen klein beigegeben, hätte ich mal fast gesagt. Aber hier so am Ende, ja, da waren es denn doch so die Masse der Truppen. Der eine oder andere wird jetzt sicherlich sagen, ah, Toto, das war ja ein Overkill hier bei den Königlichen. Aber ja, vielleicht war das ein Overkill, aber ich kann es ganz schlecht bewerten, denn wie gesagt, so als gerade Rathaus 10, also ein paar Wochen, wo du noch nichts großartig hast auf Rathaus 10. Okay, die Bowler habe ich jetzt. Die sind auf 2, die gehen ja erstmal nicht weiter. Da kannst du schon was mit reißen, aber wenn es dann darum geht, so ein bisschen mehr zu machen, also so Bases mit Inferno, dann wird das schon ein bisschen schwieriger, habe ich auch ganz klar angesagt hier und ich habe auch keine Antwort darauf bekommen, so nach dem Motto, hallo, ich habe ja jetzt den 15er gemacht, ich hoffe, das war in Ordnung für euch und wir gucken uns hier die 13 an, die hätte ich jetzt im zweiten Angriff für mich gesehen, denn auch die Base hat zwar kein Inferno, ist maxed out hier, was Rathaus 10 angeht, aber ist ja mal gerade so ein Elfer. Und ein Elfer ohne Adler. Er hat aber drei X-Bogen hier auf Stufe 5 in der Base. Das ist dann sicherlich schon eine relativ starke Truppe. Und selbst der 7er hier, der Xenon, ist schon mittlerweile raus aus dem Plan. Hat sich hier schwer getan, mit einem Elfer hier mal eben durchzurushen. Aber ich meine, wenn du natürlich ein Elfer bist, der die Helden noch nicht so ganz hoch hast, gegen so eine schwere Base, da könnten auch ruhig die Infernos fehlen. Da machen die anderen Defense-Gebäude hier im Moment noch mehr Schaden. Also, ihr habt ja noch keine Folge von mir gesehen, was das Update angeht. Das werde ich, glaube ich, mit euch irgendwo live diskutieren oder so. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht, was ihr vom Update haltet, also vom geplanten Update. Ich hätte schon längst eine Folge raushauen können, aber ich habe gedacht, Mensch, ihr habt das schon bei ganz, ganz vielen anderen YouTubern gesehen. Da quatsche ich ja nur immer so ein bisschen hinterher, weil nach wie vor ich ja den Clankrieg mag. Ich mag den Clankrieg. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich mag das Update nicht, aber ich zeige euch viel lieber ein bisschen Clankriegsangriffe, als dass ich mit euch hier Minuten oder Stunden lang über das Update diskutiere, so nach dem Motto, oh, ist es gut, dass demnächst der Inferno heilbar ist, oder macht das denn Sinn, dass die X-Bogen demnächst weniger Schaden machen? Ich meine, sie machen ja jetzt schon nicht so viel Schaden und demnächst noch weniger als der Bogenschützenturm. Hallo? Ja, kommt denn eine neue Dev? Nein, ich glaube, es kommt keine neue Dev dazu. Ich glaube, Supercell will so ein bisschen, dass man immer mehr Drei-Sterner macht hier oder auch in den höheren Bereichen viel, viel mehr dreigesternt wird. Der Rathaus 10er, muss ich sagen, tut mir an der Stelle ein bisschen leid, denn der ist ja jetzt schon so ein bisschen so ein Twitter zwischen oben und unten. Also,
zwischen Rathaus 10, wo er manchmal 3 holt, wenn er wirklich guter ist, oder zwischen 11, wo er 2 holt, wenn er gut ist. Und von daher tut er mir am meisten leid, denn gerade mit den 50er Helden, die ja jetzt in Planung und wahrscheinlich auch im Update kommen, sind natürlich RH10er für RH11er noch mehr gefunden. Fressen auch. Und vor allen Dingen, das ist ja der Hammer, ne, du hast einen Max RH10er, ihr wisst das, ich hatte einen Max RH10er und dann kommt so ein 11er an und halt dann eben mal seine Truppen durch, obwohl der vollen Inferno-Beschuss bekommt. Ich finde das eher fragwürdig und ja, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber ihr seht hier im Hintergrund einfach so ein paar Kämpfe aus diesem Clan hier, also ich habe mich schon dann am Ende eigentlich relativ wohl gefühlt hier. Es ist auch nie so, dass ich, glaube ich, in Clans gerate, wo ich mich so richtig unwohl fühle. Da kann ich nur sagen, da lief ich ganz, ganz schnell wieder. Da kenne ich auch als kleiner YouTuber Toto hier überhaupt keine Schmerzen, keine Grenzen. Da lief ich dann auch, weil ich dann irgendwo sehe, du Toto, das ist hier echt vertane Zeit. Denn du läufst hier gegen Wände oder... Was ist hier eigentlich los? Das habe ich mich ja auch öfter mal gefragt. Was geht hier eigentlich in den Plan? Hier kommt hier Kommunikation zustande. Warum gehen und lieben hier so viele Leute? Gibt es hier Partnerclans? Kann ja auch sein. Das weiß ich ja auch gar nie. Wenn hier einige reinkommen, hier immer nur sagen, brauche Truppen und sind dann wieder weg, habe ich immer das Gefühl, die haben noch irgendwo so einen Partnerclan. Und wollen hier nur ihre CBs befüllen, weil sie im Partnerclan in diesem Moment keine Truppen bekommen. Also hier hat das gut funktioniert, auch im Event hat sie gut funktioniert. Und wir sehen hier mal gerade so die 50% Levin heißt es. Aber wirklich mit Lucky, ich meine 7 Magier jetzt noch über und 1% nur noch geholt, weil mehr wären es nicht. Mit diesen vielen Magiern hier. Ja, da kann man so eine Base sicherlich auch anders angehen, aber hat er hier, glaube ich, ganz gut gemacht, auch mit seinen Heldenpärchen. Also der Clan hier ist ganz durchwachsen. Ich mochte das dann eigentlich auch. Schade, dass die hohen RHL-er hier nicht mehr angegriffen. Hätte es mir so gewünscht, denn dann hätten wir hier noch viel, viel deutlicher gewonnen, als das Ergebnis das hergibt. Und von daher sind das, wie viel Prozente wären es denn eigentlich? So mit so einem Magier. Okay, da noch ein bisschen was gesnaggelt, da noch was gesnaggelt. Da noch was und da noch ein Lager. Okay, 60. Das ist dann immer, das ist vielleicht fürs Endergebnis entscheidend, wenn es nämlich unentschieden steht. Und bei uns, ihr habt das ja gesehen zu Anfang, stand es vor allen Dingen ja unentschieden. Und ich muss ja gerade mal ein bisschen höher spulen. Denn natürlich waren hier auch coole Angriffe. Hier 1 auf 4, 11 auf 11 hier von wie heißt er eigentlich? Weißel, glaube ich, heißt er. Auf die Nummer 4 hier auch auf den Dreher vom Clan Best Packs, die auch gut angegriffen haben, muss man sagen. Also auch der Gegner hier war cool auf Augenhöhe, hat auch einige Angriffe nicht verpasst, beziehungsweise nicht gemacht. Hat einige, war das denn jetzt gerade? Einige Angriffe nicht verpasst, nicht gemacht, ja, eher nicht gemacht. Genau wie auf unserer Seite. 7 Angriffe haben wir auf unserer Seite nicht gemacht. Darunter waren 4 RH11-Angriffe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Mit RH11-Truppen. Natürlich nicht RH11-Maxed-Helden, aber das ist in der Range dann auch nicht ganz so ausschlaggebend. Und umso schöner war es hier, dass hier wirklich die Sterne, die fehlten, man hat das so ein bisschen dann zum Ende gesehen, ja, das können wir noch reißen hier. Denn der Gegner macht ja auch nicht wirklich so viel und fehlt ja auch gerne mal hier und da. Da haben wir natürlich so ein bisschen Lunte gerochen hier. Ich auch. Letztendlich habe mich dann auch irgendwann mal spät eingeschaltet und gesagt, Leute, da kann auch was gehen hier. Der. Ich habe dann auch, ich glaube, 3 Minuten vor Schluss habe ich dann mit dem Felix hier nochmal Absprache gehalten. Du Felix, welchen machst du, welchen mache ich? Der Felix hat hier dann unglücklicherweise gefehlt auf 2 Sterne. Also musste ich nochmal am Ende ran hier mit meinem Rathaus 9,5 mit 5 Zauber und 2 Erboler. Und hatte natürlich auch nichts mehr zu verlieren. Ich hab gedacht, ja, ich denke ein Zweier,
mein letzter Angriff, das wird ein Zweier. Wie es ein Zweier wird, das wusste ich noch nicht genau. Und wie gut der Zweier wird, wusste ich auch am Ende nicht genau. Aber ihr werdet das gleich sehen. Es hat gereicht hier und es hat prozentual dann gereicht. Denn das Unentschieden ist dann tatsächlich, man glaubt es kaum, und Lutu Clash irgendwo gerissen worden. War selber sehr, sehr überrascht. Gar keine Frage. Denn der Gegner hat absolut zeitgleich mit mir angegriffen und ich muss mal eben schauen. Ich glaube, ich musste als zweites, ja, ich musste die 10 nochmal machen mit 67%. Also dieses Tier ist ja schon für mich hier, das dürft ihr nicht verkennen hier. So eine Base, ich halte das mal eben an, ist für mich schwierig. Ja, das ist eine 10er Base mit auch schon teilweise 10er Def. Hier sind die 3er Infernos. Hier ist eine nicht so gute King, okay. Die Helden waren jetzt nicht so gut, aber er hat eine 35er Clanburg. Und er hat ja einige schon auf Rathaus Level 10 Niveau. Das habe ich ja mein Lebtag noch nicht. Aber ich habe mir gedacht, die Truppe hier, die habe ich ja so ein bisschen kennengelernt, auch bei den Two Warriors. Die kann dir helfen. 5 Heiler, Mess Bowler und dann von oben hier über eine gerade Flanke in diese Base rein. Meine Mauerbrecher sollten eigentlich auf die Ecke dort, wo der Bogenschützenturm ist. Da muss ich jetzt selber mal sehen, ob die da hingerannt sind, wo ich es eigentlich noch wollte. Jetzt schicke ich sie nämlich rein. Und, die gehen genau auf die gerade Flanke hier. Okay, dann habe ich da den Sprung gesetzt, um erstmal das erste Abteil hier zu schaffen. Also den ersten Sprung hier zu schaffen. Und da ich eh nur auf 2 Sterne gegangen bin, hier nur auf 2 Sterne gegangen. Also nächster Sprung raus hier, ab ins nächste Viertel. Beziehungsweise in die Mitte hier dann und guck mal, meine ganzen Heiler, die überleben da alle. Echt cool, muss ich sagen. Ich habe zwar jetzt nicht mehr so super viele Truppen am Start, aber wusste eigentlich hier schon, ja, 37%, so viele Heiler. Die Riesen tanken ganz gut hier. Jetzt fliegen zwar 4 Stück weg, aber macht nichts. Sind immer noch gut in Heilung. Queen in Heilung. Bola, Clanburg, Clanburg, doch, Clanburg, Rathaus. Rathaus schon gemacht. Und die sterben jetzt zwar, am Ende setze ich nochmal zwei kleine Bogenschützen hier links, aber hier wusste ich eigentlich schon, naja, mit einer Queen, die so stark in Heilung ist, da holst du in jedem Fall hier die 50%, also den zweiten Stern, der fehlte uns ja vor allen Dingen noch, uns fehlte ein Stern. Prozentual lag der Gegner leicht vorne, hatte zu diesem Zeitpunkt schon gefehlt. Also gefehlt heißt, er hatte kein Stern mehr geholt, kein Prozent mehr geholt als wir. Und dieses war letztendlich der ausschlaggebende Stern. Ich weiß, man kann jetzt sagen, oh Toto, das ist aber eine Ego-Folge. Nein, ist es glaube ich nicht. Ich glaube, das war taktisch gut agiert hier vom Felix und mir. Dann zum Ende hier. Ich habe wirklich bis extrem vorm Schluss gewartet. Ihr könnt das gleich auch sehen. Ich mache das eben mal ein bisschen schneller. Also, der Avatar hier ist in jedem Fall heute Abend wieder auf Reisen. Ihr könnt ihn morgen aufnehmen, wo auch immer. Und ich freue mich in jedem Fall, dass ich hier so ein bisschen dazu beitragen konnte, dass dieser Clan seine kleine Siegesserie fortsetzt. Die hatten schon mal eine 17er Serie, also ganz davon ab. Die kommen ja auch nicht von irgendwoher. Das haben nicht 2-3 Leute erspielt, sondern schon ein bisschen mehr. Und hier war es wirklich nur noch prozentuales Gekloppe. Aber mit, wie viel sind es? 67 wären es. Hat sie am Ende gereicht und das hat mich natürlich besonders gefreut. Also wir können ruhig nochmal reinschauen, wie viele Minuten das vor Ende war. 2 Minuten vor Schluss habe ich diesen Angriff gemacht mit dem letzten Stern hier. Das war das 45-45 und prozentual lagen wir damit vorne. Also wunderbar hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich hier beim Clan, bei den Königlichen Royals and Rices für die Aufnahme, für den CK hier, beziehungsweise ich war so 1,5 Tage hier, also ein CK und noch ein bisschen länger. Ziehe jetzt aber weiter hier. Ich hoffe, der Clan nimmt mir das nicht krumm, aber ihr müsst wissen, das ist ja ein Wanderchar hier. Ich mache also 1, 2, 3, 4 Clankriege mit dem Avatar hier mit. Ich level den ganz normal nebenher, was Helden und Truppen angeht. Ich hoffe, die Folge für den Montag hier, für den Wochenstart, hat euch in jedem Fall gefallen. Lasst mir einen Daumen dafür am Ende nach oben da. Und ich wünsche euch alles Gute, euer Toto. Bis dann.